Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 14. September 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Gestern am Sonntag war Neumond. Das heißt, wir sind seit gestern in einem neuen Sonne-Mond-Zyklus, der die nächsten 29 Tage andauern wird. Das bedeutet, der Mond entfernt sich jetzt wieder von der Sonne. Wir haben zunehmenden Mond und dieser Sonne-Mond-Zyklus ist bestimmt vom Neumond in der Jungfrau. Das bedeutet, dass jetzt die Kräfte der Jungfrau, die Kräfte des Spätsommers, des Frühherbstes unsere Zeit bestimmen werden. Es geht also sehr viel um die Ernte dessen, was wir in der Zeit vorher angelegt haben. Es geht um die Vorbereitung und Vorsorge für die dunkle Jahreszeit. Es geht darum, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit auf unseren Körper richten, dass im Moment nämlich es gut möglich sein kann, dass sich Dinge, die sich schädlich für unseren Körper auswirken, dass die besonders große Folgen haben können. Aufnahme von Giften, zu viel Zucker, zu viel Essen, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, alles das kann sich im Moment halt deutlich zeigen, sodass es ratsam wäre, hier ein wenig mehr Disziplin und Achtsamkeit auf Ernährung zu legen. In dieser Zeit ist die Opposition vom Jupiter in der Jungfrau und Neptun in den Fischen. Diese Opposition wird jetzt genau, was ein guter Hinweis darauf ist, dass jetzt eine gute Zeit ist, im Grunde auch um innezuhalten, um die innere Wirklichkeit zu erforschen, um eine tiefere Sinnhaftigkeit auch darin zu sehen. Die Energie ist also da eher introvertiert. Eine gute Stellung für Leute, die Interesse an Meditation, an Yoga haben, daran herauszufinden, wer sie wirklich sind, dem Leben ein nicht auf äußere materielle Güter aufgelegte, nicht nach äußeren Gütern ausgelegte Werte zu verfolgen, sondern eher die inneren Werte stärker zu berücksichtigen. Diese Woche wird am Donnerstag auch Merkur rückläufig, ist jetzt also sozusagen schon in einer verlangsamten Bewegung. Das bedeutet, dass dann in den drei darauf folgenden Wochen die Kommunikation auch mehr introvertiert sein wird und dass wir vorsichtig sein müssen mit bestimmten Formen von Terminen, dazu aber in dieser Woche noch mehr. Heute Morgen, also am Montagmorgen, ist der Mond ins Zeichen Waage eingetreten, wo er sozusagen bis Mittwochnachmittag bleiben wird. Mittwochnachmittag geht es dann weiter in den Skorpion. In der Waage hat der Mond sehr viel damit zu tun, Dinge zum Ausgleich zu verhelfen, sozusagen also nicht in die Extremposition zu gehen, sondern immer zu schauen, ob auch die andere Seite auch ihre Berechtigung hat. Mond in der Waage, auch eine gute Stellung, um auf andere zuzugehen, im Kontakt mit anderen Menschen zu sein und auch, da die Waage auch das Zeichen der Schönheit und Ästhetik ist, auch die Aktivität ein wenig mehr auf diese Bereiche, also auf Schönheit, Ästhetik und Harmonie zu richten. Gut, ich wünsche uns allen heute einen schönen Montag und einen guten Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen.